Der FC Basel macht hier im Kanton Solothurn von Beginn klar, das wird kein enges Cup-Duell. In Führung geht der Superligist dennoch erst nach 21 Minuten. Tizian Tuschi. Dieser Treffer, der Dosenöffner. Pedretta, Führung verdoppelt, 38. Minute. Kurz vor der Pause wird Tuschi im Strafraum gelegt. Da gibt's keine zwei Meinungen. Elfmeter. Palacios gegen Simic. 3-0 FCB. Never give up, sagen sich die Gastgeber. Tun sie auch nicht, aber der FCB ist schlicht zu überlegen in diesem Duell. Darjan Maleš mit dem 4-0. Der Niedergang in Niedergösgen, er geht weiter. Kali Sene, das 5-0. 57 Minuten sind gespielt. Und jetzt können einem diese Solothurner wirklich leid tun. Miller an dem Pfosten und trotzdem geht er rein. Ach Mensch, wie bitter Fabio Lopriore mit dem Eigentor. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Tuschi zum Beispiel. Et voilà, sein zweiter Treffer des Nachmittags. Neuer Spielstand und gleichzeitig Schlussresultat. FC Schönenwerth Niedergösgen 0, FC Basel 7.